Am Tag, nachdem wir für Francesca gebetet haben, hat sie uns eine Audioaufnahme geschickt und hat uns erzählt, wie sie geschlafen hat. Wir lassen euch auch dieses Audio hören. Hören wir nun die Nachricht von Francesca. Sie ist zur Arbeit gegangen und in einer Pause hat sie dieses Audio aufgenommen. Wann? Heute Morgen? Jetzt während unserer Live-Übertragung. Während der Live-Übertragung hat sie dir dieses Audio geschickt? Also, so können wir es zusammen anhören und sehen, wie es gegangen ist. Nach dem Gebet gestern über Skype, wie sie geschlafen hat und wie es ihr jetzt geht. Francesca ist die Schwester, von der wir über Skype gebetet haben. Sie konnte nicht schlafen, weil Dämonen sie während der Nacht sexuell angegriffen haben. Im Verstand. Sie wollten sie erwürgen. Sie hat erzählt, dass drei Dämonen ihr Herz so zugedrückt haben, dass sie ins Spital eingeliefert hat werden müssen, weil im Herz sich etwas gebildet hat, das sie sterben lassen hätte können. Erinnerst du dich, dass sie uns das gestern erzählt hat? Hände ihr auf das Herz gedrückt, denn dass sie fast gestorben wäre. Es sind Jahre, während diese Schwester an diesen Angriffen leidet. Somit haben wir gestern mit und für sie gebetet, für eine Befreiung. Und dann haben wir gesagt, dass wir sie Tag für Tag begleiten müssen. Somit schreibt sie dir, Angela, jeden Abend, auch jeden Morgen. Und wir haben sie auch erhalten, diese Nachrichten. Und sofort, wenn wir sie erhalten, dann beten wir ganz schnell. Vor dem Schlafengehen schreibt sie uns. Und wir beten sofort. Gestern konnte sie ganz ruhig schlafen gehen. Das sind sehr spezielle Dinge. Das können wir natürlich nicht für alle Tausende unserer Geschwister tun. Aber wenn der Herr uns zeigt, dass dies wirklich nötig ist, weil sie uns gesagt hat, dass es für 3 Tage gut ginge und dann kämen die Teufel zurück. Jetzt möchte ich sehen, wenn er zurückkommt, wie viele Schläge ich ihm verpassen muss. In diesen 3 Tagen und nach diesen 3 Tagen. Geh. Amen. Hier ist somit die Aufnahme von Francesca. Hallo, alle liebe Brüder und Schwestern von Radio Blast. Ich bin Francesca. Für wen ihr gestern über Skype live gebetet habt. Wegen diesen geistlichen Angriffen während der Nacht. Ich kann euch wirklich sagen, dass ich den Nutzen dieser Gebete spüren konnte. Und zwar von euch allen, nicht nur von Bruder Giuseppe, Angelo und Doro. Aber ich habe gemerkt, dass alle für mich gebetet haben. Es war wirklich berührend. Ich kann sagen, es ist wirklich so schön zu sehen, dass diese Kirche, trotz dass es sich um eine virtuelle Kirche handelt, die sich im Internet geformt hat, alle so zusammenhalten kann. So viele Personen. Das hat mir so Freude bereitet und ich bin so froh über alles. Geschwister, ich möchte euch sagen, dass auch ich für euch beten werde. Ich bin euch wirklich so dankbar. Heute Morgen habe ich eben Angelo geschrieben. Und ich habe ihr erzählt, dass ich gut geschlafen hätte und dass die Atmosphäre in meinem Haus ruhig sei. Keine komische Präsenz fühlte ich. Das vor allem, und ich habe auch die Schriften gelesen, welche mir Fratello Giuseppe empfohlen hat. Und heute Morgen hat mir Angelo noch einige dazugegeben. Und heute Abend vor dem Zubettgehen werde ich diese wieder zitieren. Ich werde sie lesen und wirklich, Geschwister, ich danke euch so sehr. Ich bin so dankbar für dieses Radio, welches viel mehr als ein Radio ist, weil ich die Personen aus der Nähe begleiten. Ihr seid alle wirklich sehr, sehr außerordentlich. Ich habe euch lieb. Ich behalte euch in meinem Herzen und in meinen Gebeten. Ich möchte euch vor allem sagen, bleibt in der Gemeinschaft, einem mit dem anderen. Und wirklich danke. Danke. Gott möge euch weiterhin segnen. Vielleicht auf bald. Ich schicke euch einen ganz dicken Kuss. Bis bald. Ciao. Einen dicken Kuss auch an dich, liebe Francesca. Und wir danken Gott, dass du weiterhin mit im Glauben weitergehst. Mit Enthusiasmus und Freude. Man hört die Freude in deiner Stimme. Somit hört man, dass es dir besser geht im Geist. Danke, Jesus.
Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Gott, für dieses. Amen und Amen. Was für eine Freude und was für ein Glück. Das ist unser Lohn. Amen. Das ist unser Geld. Das veränderte Leben anderer. Und wenn der Rest auch noch kommt, danken wir Gott für die Miete. Aber das ist unser wirklicher Lohn. Es gibt die Ziegen, welche sagen, ach, ihr seid hier, das ist euer Lohn. Halleluja. Und wie sie noch gesagt hat, über ein Radio, kann man überhaupt über ein Radio beten? Man kann nicht das Abendmahl zusammen über ein Radio machen. Brot, Wein, Segnungen geben, zum Beispiel für die Ehe über das Radio, welches so weit weg ist von einer Zeremonie. Die Wahrheit ist aber, dass man es im Geist keine Distanz gibt. Das wissen wir, denn viele Personen sind geheilt worden und auf Christus gekommen. Somit hat das Radio überhaupt nichts damit zu tun, sondern es ist der Geist Gottes, welcher überall ist. Es gibt Geschwister, welche geheilt worden sind über Aufnahmen von früher Zeiten des Radios. Vor vielen Jahren, welche erst jetzt publiziert worden sind. Sie hören diese Aufnahmen, beten zusammen im Gebet, welches wir vor vielen Jahren gemacht haben, und heilen. Warum? Weil der Geist Gottes da ist und das Radio nichts damit zu tun hat. Wo befindet sich Bruder Giuseppe? Wo? In Südamerika. Das ist überhaupt nicht wichtig. Nicht wichtig, denn es ist der Geist Gottes, welcher funktioniert, welcher überall die Arbeit tut. Einer öffnet das Herz und boom, es funktioniert. Amen, Amen. Ruhm, Ruhm sei Gott. Es ist eine Macht, welche nicht von uns abhängt. Ah, genau. Somit, ob es ein geschriebener Brief ist, ein Gebet am Radio, ein Gebet am Telefon, ein Gebet an einem Kurzwellenradio, an einem Langwellenradio, Mittelwellenradio, wie auch immer, auf jeder Welle. Was wirklich wichtig ist, ist der Glauben im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Danke dir, Herr. So, meine Geschwister, weg mit der Brille am Radio von Bruder Giuseppe, von Angela, und setzt sie auf Jesus. Wir sind nur Dienstboten, unnütze Dienstboten. Ich weiß nicht du, Angela, aber ich bin ein Nichtsnutz. Wirklich ein Nichtsnutz. Okay? Somit die Augen auf Bruder Giuseppe, Geschwister. Er führt den Menschen. Achtung auf den Graben. Wer auf Fratello Giuseppe konzentriert ist, schaut auf den Graben. Verstanden? Nützt es nicht zu sagen, ach, ich würde Bruder Giuseppe so gerne sehen im Fleisch. Es gibt wenig zu sehen. Im Fleisch bin ich weniger als ihr selbst. Es ist der Geist, welcher lebendig macht. Verstanden? Amen. Halleluja. Augen auf Jesus. Jesus selbst hatte auch keine Schönheit, welche anzog. Man sagt ja, Jesaja 53,2. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er hatte keine Schönheit, welche die Augen anzog. Er war ein Mann, nicht ein Superman von Hollywood. Er war ein Mann, ein Hebräer, wie die anderen. Der Geist macht lebendig. Und wir können noch größere Taten als er tun, hat Jesus gesagt. Johannes 14,11. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ruhm sei Gott. Gehen wir.